müsst eine mächtige Hexe sein. Eher eine unvorsichtige, dumme Hexe. Willkommen zum Familie & Co. Filmtipp der Woche. Mein Name ist Philipp Greifenberg, ich bin Redakteur für die Familienzeitschrift Familie & Co. Und heute geht es los mit den Weihnachtsfilmen. Hexe Lilli rettet Weihnachten, stimmt uns alle aufs Fest ein. Dass Lilli eine Hexe ist, darf keiner wissen. Und das macht es für Lilli im Alltag manchmal etwas schwierig. Schließlich muss sie auch noch ihren kleinen Drachen Hector, der bei ihr lebt und das Zauberbuch bewacht, vor ihrer Familie verstecken. Und einfach so loszaubern ist auch verboten. Sie tut's aber trotzdem, um ihrem kleinen Bruder eins auszuwischen und zaubert Knecht Ruprecht herbei. Genau, der Helfer des Nikolaus, der mit der Rute, die bei unartigen Kindern zum Einsatz kommt. Ruprecht findet sich in der modernen Welt überhaupt nicht zurecht. Jürgen Vogel spielt den verwirrten Typen Ruprecht ganz wundervoll. Vor allem aber findet er die heutigen Kinder frech und verwöhnt und will sie deshalb bestrafen. Und nun hat Lilli das Problem, Ruprecht wieder loszuwerden. Aber ob ihre Zauberkräfte dafür reichen? Der dritte Realfilm um Hexe Lilli macht einfach Spaß. Zum ersten Mal spielt die Hedda Erlebach die vorwitzige Junghexe und überzeugt. Denn Lilli ist eben keine Superheldin, sondern macht auch manchmal Fehler und dumme Sachen. Aber gerade das macht sie sympathisch. Ein Wohlfühlfilm mit Witz, im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft. Hector? Hector? Hey, was soll denn das? Hey, dann räumst du jetzt auf und ich geh los. Oh nein! Bald ist wieder Weihnachten. Du weißt, der Nikolaus kommt. Und kaum ist er weg, kommt Oma. Was für ein Zufall. Und ein neues Abenteuer kann beginnen. Mist! Ich finde, Leon könnte eine Lektion vertragen. Ich könnte doch mit Hilfe des Hexenbuchs diesen Knecht Ruprecht herbeizaubern. Der Kinder bestrafen? Ja, genau. Da kann alles Mögliche passieren. Ihr müsst eine mächtige Hexe sein. Eher eine unvorsichtige, dumme Hexe. Nach der erfolgreichen Buchvorlage von Knister. Das ist gar nicht der Nikolaus! Michael Mittermeier spricht den Drachen Hector. Du darfst ihn auf keinen Fall gehen lassen. Hast du die Beulenpickel auf seiner Stirn gesehen? Ja, ich weiß. Ich habe ihn hergezaubert. Hey! Und jetzt kriege ich ihn aber nicht wieder in seine Zeit zurück. Ich hab's dir gesagt. Hörner auf der Stirn. Ich habe einen Plan. Wer seid ihr? Wachen! Alter! Cool. Das ist alles eure Schuld. Kannst du da unten deine Möhren nicht leise knappern, du Langohrratte? Oma, hast du was damit zu tun? Aber nein. Hexe Lilli rettet Weihnachten. Schau nicht so gierig. Das ist meine Notration. Hey, wag es nicht. Ab 9. November nur im Kino.